liebe Zuschauer, heute zeigen wir euch das Spiel Mundschutz. Heute geht's an Schätze, in dem Fall mein Schatz. Ja, auch mal kleine Verlage stehen wir gerne mal in den Mittelpunkt. In dem Fall Igel Spiele. Igel Minis heißt die Reihe hier. Und mein Schatz ist vom Oliver Igelhaut. Ja, der eine oder andere kennt Igel Spiele gar nicht. Aber, ja, zumindest kennt ihr Spiel des Jahres. Und das Spiel stand oder steht auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2016. Und es hat ein paar Besonderheiten, die stellen wir nämlich in dem Video vor. Ein paar coole Details, auch was die Abrechnung und Wertung angeht. Also seid gespannt, bleibt dran. Das Ganze ist ab 6 Jahre, der Lese ist 7. Wir spielen das gleich jetzt zu zweit und stellen das euch spielerisch vor, weil so schwer ist es gar nicht. Und es ist für 2 bis 5 Spieler und geht 20 Minuten. So, bevor wir zum Fazit kommen, wir steigen gleich ein. Hier haben wir erstmal Siegpunktkarten, die könnt ihr erst einmal ignorieren. Und hier haben wir verschiedene Symbole. Die kommen auch hier bei den Schatzkarten vor. Und da ist der Schatz. Und wir sind Zwerge und wollen natürlich diese Schätze erobern. Wenn ich am Zug bin, naja, am Anfang ziehe ich erst einmal eine Karte, oder? Ich glaube, der Älteste fängt auch an und ich ziehe auch gleich einen Ork. So, noch passiert uns gar nichts. Das sind nämlich 6 Ork-Karten hier drin. Wir hatten gemischt gerade eben. Okay. Also 6 Orks sind hier hinterlegt. Stellt auch gar kein Problem dar. Wir ziehen auf jeden Fall weiter. Und die erste Karte ist da. Jetzt bin ich dran. Jetzt kann ich sagen, ich habe Angst ein bisschen. Ich nehme mir lieber hier diese Diamanten und die Karte. Also alle Karten, die hier liegen. Nein, mache ich nicht. Und dann kriege ich 2 Punkte. Nein, mache ich natürlich nicht. Ich ziehe eine weitere Karte. Und ihr könnt bis zu 4 Ablagen hier bilden. Dann muss man um. Und ich lege es natürlich hier separat. Wäre schön, wenn ich das hier drauf, dann hätte ich schon überlegt. Der Lias kann jetzt überlegen. Nimmt der einen Schatz? Oder macht er weiter? Nein, er macht nicht weiter. Ich versuche es nur den Zuschauern klar zu machen. Okay, das muss man sich natürlich merken, was da drunter liegt. Und ich nehme hier diese Kette, lege das hier hin. Und jedes Mal müsst ihr überlegen, nehmt ihr jetzt einen Schatzstapel mit den Symbolen? Das hat Papa sich nicht gemerkt, zum Beispiel den hier. Und dann kriegt ihr alle Punkte für das jeweilige Symbol plus Mäuse, weil Mäuse bringen auch nochmal einen Punkt. Ich mache natürlich weiter. Und 4 Ablageplätze gibt es, deswegen lege ich die einfach unten an. Aha, da hat schon einer überlegt, was er macht. Oh, der zweite in dem Fall. Alles ruhig, alles gut, nichts passiert. Der dritte, langsam beginnt man schon ein bisschen zu bibbern, weil das Spiel hat noch ein paar Besonderheiten. Die lege ich mal hier hin, die ist gar nicht mal so schlecht. Aber 6 Orks sind dabei. Wir haben ja auch Riesenauswahl, aber Vorsicht, da kann noch einiges passieren. Das machen wir mal hier hin. Und deswegen zeigen wir euch das ja auch ein bisschen ausführlicher, weil ihr werdet überrascht sein, was für Wendungen das Spiel hier zu bieten hat. Und ja, noch geht alles gesittet zu, ganz normal, ganz friedlich. Und das legen wir mal hier hin. Und habt ihr es euch schon gemerkt? Welchen Stapel würdet ihr nehmen? Mit welchem Marker? Also schwierig. Ich habe einen. Ja, noch ist ja alles ganz friedlich. Du hast schon einen. Ich glaube ich auch. Ich habe so 2 im Moment. Aber wir können durchaus noch ein bisschen zocken, weil noch haben wir die Auswahl. Aber wir haben nur ein Problem, wenn 6 Orks offen liegen, weil dann, ja, dann werden diese Marker nämlich umgedreht, gemischt. Und man muss einen zufälligen Marker nehmen. Okay. Oh, der vierte. So. So, jetzt ist die Frage, nehme ich einen Stapel oder zocke weiter? Und ich sage einfach mal, nein, ich zocke nicht weiter. Ich nehme jetzt mal hier diesen Stapel. Danke, dass du nicht meinen Stapel okay. genommen hast. So, Elias, du darfst noch weiterziehen. Gar kein Problem. Ich werde es den Zuschauern auf jeden Fall erklären. Okay, du nimmst den. Moment, jetzt machen wir gerade mal eins. Hättest du gezogen? Schauen wir mal, was passiert. Nichts. Nur als Beispiel, okay? Mhm. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Haben wir überhaupt den reingemischt? Auch nichts. Auch nichts. Oh je, der Papa hätte, eigentlich hätte der Papa zucken müssen, oder? Okay. Wo ist denn der? Da kommt er. So, und wenn ihr die 6. Ork-Karte gezogen habt, dann werden hier diese einfach hier gemischt und ihr legt jetzt den Marker, einen beliebigen Marker auf euren gewünschten Stadtstapel. Ihr wisst also gar nicht, was ihr bekommt. So, und jetzt das nächste. Wo ist meine Münze? Jetzt zählt man natürlich erst einmal die Münzen. Und die einzelnen Mäuse kommen dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8. So, und jetzt geht's an die Punkte. Und der Elias, ja, der nimmt sich's gleich. Genau. Der Elias kriegt jetzt 3 Punkte. So, und
Wer jetzt da nicht Bescheid weiß, der kann nämlich reinschauen. Das ist nämlich die Besonderheit. Das muss ich kurz erklären. So, die höchste Schatzzahl, was jetzt der Elias gleich gemacht hat, die bekommt nämlich 3 Ruhmespunkte. Ist die Schatzzahl um 1 geringer, bekommt man 2. Und warum habe ich 1 bekommen? Sie ist nämlich um 2 geringer. Deswegen habe ich 1 Punkt. Aber ist der Rückstand noch größer, und das ist auch wirklich sehr schön angegeben, deswegen zeige ich es extra, bekommt man keine Punkte. Und das ist richtig gut gemacht. Das heißt, ich habe zumindest 1 Punkt bekommen. Wie viel hast du jetzt gehabt? 8? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatsächlich nur 6. Und je nachdem geht man in... Ich habe mir gemerkt, ich lege jetzt nur die drauf. Okay, das hast du auch super gemacht. Und der Papa hat jetzt in dem Fall nur 1 Punkt. Das Ganze spielt über mehrere Runden, bis einer 7 Punkte hat. Und der hat das Spiel gewonnen. Und das Ganze spielt er über eine gewisse Anzahl von Runden. Das hat nämlich der Elias gerade wieder vorgeschlagen. Nein. Ja, wir machen schon ein bisschen Variabilität, aber streng nach Regel. Und so spielen wir es als auch öfters. Spielt man, bis ein Spieler 7 oder mehr Punkte hat. Und der hat dann das Spiel gewonnen. Wir sind im Fazit. Der Elias zockt für sich jetzt ein bisschen. Also ihr habt gemerkt, mein Schatz, das liegt mir schon ein bisschen am Herzen. Es ist ein sehr beliebtes Kinderspiel. Und vielleicht zieht es auch bei euch ein. In dem Fall trefft ihr teilweise Igel-Spiele auch auf Messen an. Oder schaut einfach mal rein, gegebenenfalls über die Links. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es das überhaupt im Handel gibt. Ansonsten Igel-Spiele müsst ihr mal schauen. Ihr bekommt das Spiel auf jeden Fall im Handel und es gibt etliche Minis. Mal schauen, was ich euch in Zukunft noch an Minis vorstellen kann. Mir war jetzt nur wichtig, dass ich euch jetzt auch mal meinen Schatz vorstelle. Gerade weil es auch ein kleiner Verlag ist und wir stellen oft Spiele von großen Verlagen vor. Und da dürfen auch mal nicht kleinere Spiele nicht fehlen von kleinen Verlagen oder kleinen Spielen. Und die durchaus auch günstig zu bekommen sind, preiswert zu bekommen haben sind. Und die haben durchaus einen hohen Spielspaß. Also mir gefällt das Spiel richtig gut. Elias, wie ist denn deine Meinung dazu, zu dem Spiel? Also ich finde es super. Wie findest du es, gut? Oder er zockt schon wieder. Wie findest du es? Ich finde es... Super, super, sehr gut. Lieblingsregal? Ja. Oh, okay. So, das war immer so die Frage. Ich weiß, doch, so ein Spiel kriegt er immer ins Lieblingsregal. Das stimmt. So ein Spiel kriegt er immer rein, aber sagt auch schon einiges aus. Das Spiel hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und ist immer noch sehr beliebt. Und wenn man sich überlegt, was sie an Kinderspielen hier haben und Familien, viel Spieler spielen, draußen stehen auch noch viel mehr Spiele. Und so ein kleines Spiel schafft es zu überzeugen, das sagt auch immer was aus. Und deswegen ist es bei mir auch klar, dass es quasi auf eine Liste gehört, in dem Fall sogar auf die Spiel des Jahres Empfehlungsliste. Das ist wirklich richtig genial und das Spiel hat ja auch einiges zu bieten, gerade was das Zockerelement angeht und die Wertung am Ende. Und der zockt schon alleine, also das bringt auf jeden Fall einige Möglichkeiten rein. Eigentlich steht drauf ab 2 Spieler, aber ja, da zockt er für sich. Also ihr merkt, einige Möglichkeiten hier geboten, taktisch, Glücksmomente, also für jeden dürfte da was dabei sein. Und es ist auch ein Spiel, wo durchaus Erwachsene gerne mal spielen, je nachdem als Absacker. Aber für mich ist es ein ganz klares Kinderspiel, das ist es. Und es ist ein besonders schönes, gutes, also ich glaube mehr Lob kann man kaum hier noch äußern. In dem Fall sage ich jetzt aber tschüss, bis bald. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns 10 Daumen hoch. Eine reicht. Und ein Abo über Abos, dann würden wir uns freuen. Von meiner Seite sage ich mal tschüss, mach's gut, bis bald, bye bye, auf Wiedersehen. Und da steht noch drauf, schau mal hier, ein Risikospiel für mutige Zwerge. So, und viele Grüße, in dem Fall nach Schwanstetten, in dem Fall nämlich. Da hat Igel-Spiele seinen Sitz. Jetzt aber tschüss, bis bald.